Josh, willkommen zu einem Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingeben würdet. Einfach direkt drücken, ArianeFN. Ja, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Naja, auf jeden Fall machen gerade mega viele, vor allem in Amerika, dieses Format, dass sie die Stats von den Gegnern, die sie killen, zeigen. Das habe ich letztens auch bei Maxify gesehen. Finde ich auf jeden Fall mega interessant, so mal die Stats von den Gegnern zu sehen. Das Video verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, dann würde ich sagen, ich fange jetzt mal eine Solo-Runde an. Und ja, mal schauen, was passiert. Das ist meine erste Runde auch von heute. Also, ist mir eigentlich relativ egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Okay, ich geh jetzt einfach mal hier direkt tilted. Hier ist auch am meisten los. Schaden er mir noch gegeben hat. Okay, der nächste Gegner kommt. Okay, ist glaube ich der nächste. Okay, der ist unten. So. Hä? Ich hab mich einfach zurückgelegt. Irgendwo hier versteckt sich einer. So, hier die nächsten Gegner. Das war knapp. Ah ja, ich sehe den nächsten. Nein! Oh, ich glaube, der hat nicht so gutes Bett. Ach ja, der war süß. Ein Raketenwerfer, ich weiß nicht. Ja, komm. Okay, der nächste Gegner. Das war aber auch echt schlecht von mir gespielt. Oh, der nächste Gegner.
spiele meistens gegen PC-Spieler, also die mit Maus und Tastatur spielen, weil ich ja auf PC gewechselt bin, mit Controller auf PC. Und deshalb sind die Gegner auch meistens hier besser. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da vorne war jemand. Kaktuskissen. Geiler Name. Oh nein, ich habe nichts mehr zu heilen. Oh, das ist gar nicht gut. Ohne Schild. Ich würde sagen, ich geh mal rüber nach Dusty. Ah, okay, der nächste Gegner. Fuck, hier ist auch schon alles gelootet. Ja, okay, hier finde ich auf jeden Fall kein Schild mehr. Oh. Alter, das war knapp. Keine Ahnung, wie ich den noch mit der MP bekommen habe. Okay, der hatte auch kein Schild dabei. Es hat keiner Schild. Da vorne ist ein Loot Drop, aber auch ein Gegner. Ich muss da. Der ist, denke ich mal, nicht schlecht. Okay, 50 Schild ist schon mal gut. Problem ist, hier sind wieder drei Gegner, da einer und da zwei und hinter mir noch einer. Oh, hier ist einer. Da irgendwas. Also eigentlich hatte ich ja vor, dass ich ja direkt am Anfang sterbe und dann immer die Stats von den Gegnern nachschaue und einblende. Aber jetzt kann ich sie nur einblenden und dann später nachschauen. Da ist der nächste Gegner. Ja, komm, ich push ihn einfach. Ich wollte eigentlich eine Falle placen. Hab das ein Lagerfeuer gesehen.
Okay, goldene Ska oder AK, ich weiß nicht. Ich glaube, am schlausten wäre es jetzt auf den Berg da zu gehen. Okay, die Zone ist sogar bei mir. Oh, der andere ist bei mir, glaube ich. Ey, was machen die denn? Die Runde war irgendwie ein bisschen komisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin mega gespannt, was gleich die Stats von allen sind. Ja, schreibt gerne ein paar Videoideen in die Kommentare. Creator Code Arine nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.